Hallo, willkommen zu einem neuen Video. Ja, die Dämmerung setzt so langsam ein. Was passiert? Es machen sich gerade Millionen von Mücken auf den Weg, um euch zu besuchen. Mückenzeit, es wird dunkel. Im Urlaub, beim Camping, am See, wo auch immer, die Mücken sind überall. Was gibt es Nervenderes als juckende Mückenstiche, seid ehrlich. In diesem Video möchte ich euch ein Gadget vorstellen, was diesen Juckreiz verhindert, wenn es schon zu spät ist. Bevor es zu spät ist, Fliegengittertür. Mein Haus ist gesichert wie Fort Knox. Ich setze euch mal eben ein Video oben in die Ecke, wie man Fliegengitter montiert, wie man die zusammenbaut. Ein richtig gutes Fliegengitter kann ich euch nur empfehlen. Ja, bevor ich euch jetzt aber das Gadget zeige, warum stechen Mücken überhaupt? Es stechen nur die weiblichen Mücken. Die weiblichen Mücken brauchen Blut. Blut, um Eier zu produzieren. Also Männer, du nix. Frauen, die weiblichen Mücken, die saugen euch aus. Was passiert beim Mückenstich? Die Mücke sticht in die Haut. Dabei sondert sie Speichel ab. Dieser Speichel verhindert das Gerinnen von Blut. In diesem Speichel der Mücke sind so eiweißhaltige Stoffe. Das sorgt bei den meisten Menschen beim Einstich für eine Antireaktion des Körpers. Das schwillt an, eine allergische Reaktion und es wird dick und rot. Und dann fängt es an zu jucken. Wenn ihr einmal angefangen habt zu jucken, ihr könnt nicht mehr aufhören. Und jetzt zeige ich euch das Gadget. Tja, und das ist das Wunder-Gadget. Das ist der By the Way Neo. Den gibt es auch als By the Way. Der By the Way Neo ist eine überarbeitete Version, hat einige kleine Features, die ich euch gleich im Laufe des Videos noch erkläre. Batterien sind drin. Geliefert wird das Ding im Übrigen in so einer Verpackung. Wenn ihr euch das kaufen möchtet, das sollte es in jeder Apotheke geben. Solltet ihr zu bequem sein, setze ich euch mal unten in die Videobeschreibung einen Link zu Amazon, wo ihr auch das Ding eben bestellen könnt. Anschaffungskosten, irgendwann um die 30, 35 Euro kostet das Ding. Ich nutze das Ding seit Jahren. Ich hatte erst den Neo, den By the Way. Jetzt habe ich mir den By the Way Neo geholt. Ja, wie funktioniert das eigentlich? Früher hieß es Mückenstiche. Oh, da muss ich kühlen. Dann Eiswürfel drauf, Kaltlappen, was auch immer. Oder Zwiebel drauf, Kartoffeln drauf, was auch immer im Gemüsebeet gefunden wurde. Hat Oma gesagt, hau das auf den Mückenstich. Nein, das Gegenteil ist der Fall. Wir brauchen Wärme. Das heißt, die Mücke hat ja eingestochen, hat euch den Speichel mit dem Eiweiß unter die Haut gejagt. Und Wärme sorgt dafür, dass sich dieses Eiweiß der Mücke wieder zersetzt. Das heißt, keine Schwellung mehr, der Juckreiz hört sofort auf. Je früher ihr nach einem Mückenstich diese Dinge anwendet, desto besser ist es. Direkt nach einem Mückenstich anwenden und ihr habt keine Probleme, es wird nicht dick, es juckt nicht. Ja, wie funktioniert das Ding eigentlich? Zwei Stufen haben wir, Stufe 1 und Stufe 2. Stufe 1 wird nicht ganz so warm, ist auch von der Länge her nicht ganz so, ich glaube 3 Sekunden ist dann die Wärmebehandlung. Stufe 1 ist für sensible Personen, sensible Haut, Kinder auf jeden Fall nur erstmal Stufe 1. Stufe 2 nutze ich bei mir immer. 5 Sekunden wird das Ding warm. Hier oben ist eine kleine Keramikplatte, die wird durch dieses Gerät aufgewärmt auf 51 Grad. Der Vorteil von dem Neo im Gegensatz zu diesem By the Way, die Batterien, die hier drin sind, halten bis zu 700 Startvorgängen, halten die Batterien aus. Hier ist eine kleine Keramikplatte. Der Vorteil wieder von diesem Neo, beim Einschalten ist hier so ein kleines grünes Licht. Das heißt, wenn ihr am See seid oder Campingplatz ist schon fast dunkel, dann seht ihr auch genau, wo ist die Spitze überhaupt von dem Gerät und braucht da nicht blind irgendwo auf der Haut den Mückenstich zu suchen. Ihr seht es sofort. Deswegen, wenn ihr euch einen holt, empfehle ich euch auf jeden Fall den By the Way Neo. Ja, was passiert hier? Wir drücken drauf, Stufe 2. Ich zeige euch das mal eben. Stufe 2 draufdrücken, dann ertönt ein Geräusch. In dem Moment beginnt schon der Anwendungsprozess. Und bei einem zweiten Ton, der hier kommt, ist die Anwendung schon beendet. Ich zeige euch das einfach mal an meinem Arm. Ich habe jetzt hier zwar aktuell keinen Mückenstich, aber so würde es aussehen, wenn hier jetzt ein Mückenstich wäre. Einschalten,
drauf. Es wird warm, es wird warm. Dort seht ihr jetzt das grüne Licht. Es wird warm, es wird nicht heiß. Und das war der Anwendungsprozess. Ton am Anfang, Ton am Ende. Fertig. Die Wärme, die hier drin jetzt unter der Haut entstanden ist, sorgt dafür, dass sich hier das Eiweiß der Mücke wieder zersetzt. Sollte jetzt ein Unglück bei euch passieren, ihr habt das Ding hier mit am See, es ist jetzt schon wieder kalt, ich kann es anfassen. Das Ding ist hier IP65. IP65 heißt staubgeschützt und strahlwassergeschützt. Wenn jetzt am See mal ein kleines Unglück passieren sollte, huch, oh, ist mit Wasser in Berührung gekommen vom See oder Planschbecken, wie auch immer, die Kinder wollten euch ärgern, das ist kein Problem. Ich mache das Ding mal eben wieder trocken. Nehmen wir hier unser Trockentuch und das Ding funktioniert nach wie vor. Er heizt auf, grüne Kontrollleuchte ist da. Fertig. Das war der nächste Anwendungsprozess. Es ist auch recht einfach und simpel. Hier seht ihr so eine kleine Naht. Die Naht, Batteriewechsel, kein Problem. Ihr müsst einfach nur hergehen, zack, einfach nur einmal verdrehen. Hier seht ihr es, ich habe jetzt gedreht, öffnen und dann könnt ihr die Batterien wechseln. Auch das ist kein Problem. Zack, zumachen und er piept. Fertig, das war's. Wenn ihr in den Urlaub fahrt oder Campingausflüge mit den Kindern macht, nehmt dieses Ding mit, diese Juckerei ist damit Geschichte. Ich hoffe, ich konnte euch in diesem Video vor Mückenstichen kann ich euch nicht bewahren, Fliegengitter, was auch immer, wenn es zu spät ist, so früh wie möglich das Ding drauf anwenden und ihr seid diese Juckerei los. Wenn ich euch helfen konnte, schreibt es mir in die Kommentare, würde ich mich unwahrscheinlich darüber freuen. Wie gesagt, den Kauflink hier zu Amazon setze ich euch mal unten in die Videobeschreibung. Aber jede Apotheke sollte das Ding eigentlich auf Lager haben. Und ja, Kanal abonnieren, kein Problem. Einfach auf das Abonnierzeichen drücken. Und ja, das war unser Video zum By the Way Neo. Juckende Mückenstiche sind ab sofort Geschichte. Ja, das war unser Video. Ich hoffe, wie gesagt, es hat euch gefallen, ich konnte euch weiterhelfen. Wir sehen uns bestimmt in einem der nächsten Videos.